Karl Amadeus Hartmann lebte von 1905 bis 1963 und ist einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sein hochemotionaler und expressiver Stil wurde beeinflusst vom Modernismus, vom Dada und vom Jazz der 20er Jahre, aber auch von der neuen Wiener Schule, also Schönberg, Berg und Webern und natürlich eigenen persönlichen Erlebnissen. In der Zeit des Nationalsozialismus waren die Aufführungen seiner Werke in Deutschland verboten. Somit war er im Grunde aus dem öffentlichen Leben verbannt und er zog sich an den Starnberger See zurück, wo er die innere Emigration, also ein selbstgewähltes Exil, als Überlebensstrategie wählte. Dort komponierte er unaufhörlich Werke mit einer großen Absage an die Nazi-Diktatur und voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft, allerdings leider ohne die Hoffnung, seine Werke zu Lebzeiten jemals in einer Aufführung zu erleben. Die symphonischen Hymnen schrieb Karl Amadeus Hartmann in den Jahren von 1941 bis 1943, also genau in der Zeit, als hier in der Kongresshalle die Bauarbeiten abgebrochen werden mussten, weil ungefähr 3000 Bauarbeiter in den Kriegsdienst eingezogen wurden. Es ist ein klanggewaltiges Werk, geschrieben für großes romantisches Orchester, besteht aus 3 Sätzen und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Der erste Satz ist energetisch hoch aufgeladen. Er beginnt mit einem Trompetenmotiv, einer Art Fanfare, die uns Zuhörer immer wieder zu aktivem Zuhören auffordert. Was mich aber besonders fasziniert und berührt, ist der Schluss des ersten Satzes. Hartmann lässt diesen Satz nur von einem Streichquintett spielen und ganz leise verklingen. Und wir hören dabei ganz deutliche Anklänge an jüdische Musik. Er zeigt somit auf ganz persönliche und sehr innige Weise sein tiefes Mitgefühl, sein Mitleid mit dem verfolgten, unterdrückten jüdischen Volk. Der zweite Satz ist ein lang ausgesponnener, hymnischer Gesang für großes Orchester. Hier sind die Anklänge an Mahler und Bruckner sicherlich eine ganz bewusste Hinwendung an die Vorbilder der Vergangenheit. Der dritte Satz ist ein wild entschlossenes, rasantes Stück, eine Toccata, die das gesamte Orchester in brillanter Weise zeigt und deren zentrales Motiv erstaunlicherweise eine ins Groteske verfremdete, geradezu plattgedrückte Melodie des Deutschlandliedes ist. Ansonsten drückt die Musik so viel Hoffnung, so viel Freude aus und bringt uns so viel mediterranes Sonnenlicht, dass wir tatsächlich oft auch an Debussy oder Ravel denken. Das Stück verschwand dann, wie zu erwarten, in der Schublade, wurde dann später erst im Nachlass entdeckt und erst 1975 uraufgeführt. Anton Bruckner lebte von 1824 bis 1896 und gehört zu den bedeutendsten und innovativsten Komponisten der Romantik. Mit seinen Werken hat er bis weit ins 20. Jahrhundert hinein großen Einfluss auf die Musikgeschichte ausgeübt. Seine bedeutendsten und bekanntesten Kompositionen sind seine Symphonien. Trotz seiner Erfolge litt Bruckner sein ganzes Leben lang an Minderwertigkeitsgefühlen und Einsamkeit. Ein existenzieller Schaffensdrang trieb ihn oft an den Rand des Verkraftbaren, ja, bis in ernste Nervenkrisen. Sein Lebensstil war mönchisch bescheiden. Er kleidete sich nie nach der Mode. Vorgesetzten und Obrigkeiten benahm er sich devot gegenüber. Er litt an Zwangsneurosen, wie zum Beispiel dem Zählzwang, der sich bis in seine symphonischen Kompositionen hinein nachweisen lässt. Und er hatte es zeitlebens sehr schwer, eine tiefere Beziehung zu Frauen einzugehen. So galt er als sonderbarer und kurioser Einzelgänger, weswegen er tatsächlich auch immer unter Häme und Spott zu leiden hatte. Der berühmte Wagner-Dirigent Hans von Bülow nannte ihn allen Ernstes halb Genie, halb Trottel.
Was ihm Kraft gab, war seine tiefe Religiosität, die in der Tradition der katholischen Kirche verwurzelt war. Mit unerschütterlichem Gottvertrauen widerstand er den zahlreichen Anfeindungen seiner Gegner und verfolgte mit großer Inbrunst seine kompositorischen Ziele. Andere Religionen übrigens, wie das Judentum, hinterfragte der strenggläubige Christ Bruckner nicht. Er war, anders als der von ihm verehrte Richard Wagner, eben kein Antisemit. Die 8. Symphonie in C-Moll vollendete Bruckner im Jahr 1887, nach ungefähr dreijähriger Arbeitszeit. Hermann Levy, der Dirigent, der eigentlich die Uraufführung leiten sollte, bekundete nach der ersten Durchsicht der Partitur blankes Entsetzen und erließ Bruckner durch einen Assistenten wissen, er könne mit der Partitur absolut nichts anfangen. Bruckner war außer sich, verzweifelt. Und er tat das, was er immer zu tun pflegte, wenn Kollegen oder sogenannte wohlmeinende Freunde ihm Verbesserungsvorschläge unterbreiteten. Er schrieb eine neue Version. 1890 war die zweite Fassung der 8. Symphonie beendet, also nach weiteren 3 Jahren der Arbeit. Die 8. ist die letzte Symphonie, die Bruckner tatsächlich vollenden konnte. Und sie sprengt alles, was damals an Dimensionen in der Symphonik verbreitet war. Allein die Dauer von ungefähr 80 Minuten setzt völlig neue Maßstäbe. Das Adagio mit seiner unglaublichen emotionalen Intensität ist schon allein 20 Minuten lang, also so lang wie eine durchschnittliche Mozart-Symphonie. Und im Hinblick auf Emotionalität und die apotheotische Steigerung beispielsweise des 4. Satzes setzt Bruckner einfach neue Maßstäbe für das gesamte Genre der Symphonik. Im Mittelteil des 2. Satzes lässt Anton Bruckner, wie er selbst schreibt, den deutschen Michel, also die Symbolfigur gutmütiger Einfalt, Biederkeit und vielleicht auch Schlafmützigkeit, ins Land hineinträumen. Im Nationalsozialismus wurden die Figur Bruckners, seine monumentalen Werke und auch die Gestalt des deutschen Michels für großdeutsche Propaganda missbraucht. Für Josef Goebbels war Bruckners Musik ideal für die Reichsparteitage hier in Nürnberg. Und man ging sogar so weit, die ja eher kleine, gedrungene Gestalt des Komponisten als großdeutschen Helden zu stilisieren. Die 8. Symphonie ist sicherlich Bruckners persönlichstes und geheimnisvollstes Werk. Und er selbst spricht ja von seinem Mysterium. In der Tat erscheint es so, als würden wir gemeinsam einen langen, leid- und lustvollen Weg gehen hin zu größter innerer Klarheit und Stärke. Gegen den Strom ist der Titel des 1. Philharmonischen Konzerts. Und wir schlagen damit ganz bewusst eine Brücke zu unserer Premiere der Oper Matthis der Maler von Paul Hindemith. Ähnlich wie Karl Amadeus Hartmann hatte Paul Hindemith unter einem Aufführungsverbot seiner Werke zu leiden. 1933 stellt er in seiner Oper die Frage nach der Bedeutung und der Aufgabe des Künstlers und der Kunst in Zeiten existenzieller Bedrohung. Wir meinen, nur eine freie Kunst kann den Menschen befreien und bestärken in seiner individuellen Verantwortung. Geistig, seelisch, moralisch und sozial. Bleiben Sie also neugierig.